Mit Karl-Heinz Stockhausen, dem großen Guru der neuen und vor allem elektronischen Musik, bin ich seit meinem 14. Lebensjahr in Kontakt. Nach mehrmaligem Anlauf an den WDR zu schreiben, gelang es dann, ihm einen Brief zuzustellen, und er hat sofort geantwortet, und daraus hat sich eine Freundschaft über 37 Jahre entwickelt. Er hat die Arbeit des 1980 gegründeten Ensembles für intuitive Musik Weimar maßgeblich gefördert, und wir konnten 2005 vor seinem Tod auch mit ihm gemeinsam noch eine CD aufnehmen. 1976, kurz vor Weihnachten, war es mir vergönnt, auf dem Weg zu einem Kompositionspreis in die Schweiz bei ihm Station zu machen. Ich habe die Reise unterbrochen, und er hat mich dann am 19. Dezember 1976 mit Christbaumschmuck in den Händen empfangen, und ich war circa 2 Stunden in seinem Haus zu Gast. Er riet mir damals, im Westen zu bleiben. Ich bin aber als evangelischer Pfarrerssohn in der Überzeugung gewesen, ich solle da wirken, wo mich der liebe Gott hingestellt hat. Und so fuhr ich dann in die Schweiz, tauschte zwar meine Papiere gegen einen Westpass ein, unternahm viele illegale Reisen, kehrte aber dann im März 1977 brav in die DDR zurück.